Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich werde mal schauen, wie es weitergeht. Das habe ich natürlich nicht gemacht. ganz einfach, weil ich es vergessen habe und ich hatte jetzt gerade keine Lust, noch eben schnell zu gucken. Aber, mir ist gerade eben noch etwas eingefallen und zwar, das glaubt mir zwar jetzt kein Schwein, dass ich wirklich darauf jetzt gekommen bin, aber wir mussten doch ein Tattoo-Muster für unsere liebe Lotti, nicht böse sein, dass ich deinen Namen vergessen habe. Für die liebe Lotti natürlich noch eine Tattoo-Vorlage finden oder auf jeden Fall irgendeine Vorlage, das weiß ich noch. Und ich glaube, das könnten wir jetzt mal machen. Und zwar, das geben wir dem fabulös tollen Rufus hier und dann, ich gebe dem da oben vielleicht, weil vielleicht kommen wir ja dann ins Rebellenlager, vielleicht können wir dann mal, ich gebe jetzt einfach mal alles rüber, ist ja egal, wir können ja immer hin und her wechseln, von daher sollte das jetzt eigentlich nicht das Problem sein und, So, dann, wo war es? Hier, genau, dann hier, Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert es mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ja, okay. Das war, Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert es mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. War meine Idee doch falsch? Hätte ich vielleicht doch mal gucken sollen? Ich verstehe das nicht. Ach, warte mal, müssen wir dem vielleicht da oben das geben? Warte mal hier. Probieren wir es mal da. Ich habe keine Ahnung. Oh. Mir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knacken. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Na, der soll sich nicht so haben. Hallo, dann, Buhu! Aufmachen! Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung, möglicherweise Rufus. Tsch, unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Reden wir nochmal, aber war denn da nicht irgendwas? Ich hab doch da irgendwas in Erinnerung, oder meine ich das nur? Reden wir nochmal mit denen. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Warte mal. Ihr findet schon was Passendes. Aber wenn das ist noch etwas ja. Behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Ja, ist es. Warte mal, ist es. Ich will mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Genau. So, und warte mal. Aber jetzt können wir denen das geben, oder hier? Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Ein heftiges Vögelein. Ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist.
Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von den... Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Okay. Oh, guck mal hier, ein Liegestuhl. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Naja, können wir den mitnehmen? Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Dann eben nicht. Ein Marine, okay, alles klar. Aber können wir jetzt hier... Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das... Das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so Hansen... Ich sagte... Nein! Okay, ist ja gut. Ja, aber sonst ist hier nichts, ne? Nee. Was? Was steht da? Was ist denn eigentlich? Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Im Übrigen, was stand da? Kuhfuß? Hab ich doch richtig gelesen? Brecheisen, Kuhfuß, habe ich noch nie gehört. Ich kenne es nur als Brecheisen. Aber okay. Ja, im Übrigen ist die Türe auf, aber... Naja. Ich will aber... Och man. Okay, komm, dann gehen wir mal hier rein. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major oh T? Gott. Sie ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Oh mein Gott. Oh, das wird nicht gut für uns ausgehen. Oh Gottes Willen. Nein, das wird nicht gut. Oh, guck mal hier, eine Spindio. Das wird nicht gut für uns ausgehen. Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich mit dem Major. Ich bin beschäftigt. Eieiei, ach du liebe Zeit. Na, schau mal, erstmal hier rein. Was ist das denn? Was ist denn das? Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Hä? Ach so. Hä? Hä? Kann man die nehmen? Nee. Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Ja, jetzt bin ich etwas irritiert. Ist hier sonst noch was? Ach, guck mal hier, Cowboy Dodo. Ach, den können wir nicht mitnehmen, oder was? Hallo? Okay. Naja, gut, okay. Dann machen wir mal wieder zu. Und, ich habe ein bisschen... Ist hier sonst noch irgendwas? Hier, irgendwie? Nee, Sergeant Bambi. Ich habe, ganz ehrlich gesagt, Angst. Ich möchte da nicht reingehen. Die haut uns doch aus dem Ding wieder raus. Ey, um Gottes Willen. Ich habe Angst. Überraschung. Rufus, schön, dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja.
Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist was? Das. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Was zur Hölle war das jetzt bitte? Ist das auch ein Klon? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was haben wir hier? Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Nicht, dass ich schon sitze, aber alles okay, alles okay. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals? Bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes. Und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus. Entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Entspann dich einfach. Was ist denn los? Komm schon, Toni. Ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Was ist denn los? Also... Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Okay. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Bah. Okay, Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig. Pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Oh Gott. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja, und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Oh Gott, was ist da noch passiert? Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Ah, oh, ich liebe es, ich liebe es. Es ist göttlich. Oh Gott, Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Okay. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber jetzt müssen wir die aus der Fassung bringen, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, also nichts gegen die neue Toni oder Toni 2.0, wie auch immer. Aber irgendwie vermisse ich es, dass sie Rufus mal links und rechts einen reinhaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher hoffe ich doch, dass wir sie wenigstens ein bisschen aus der Fassung bringen. Toni mag ich irgendwie. Toni ist cool. Toni ist... Toni halt, ne?
Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Okay. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Okay. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Unterdrückte Wut ist niemals gut. Das hat sich gereimt. Okay, Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Was? Ja. Aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dreh. Immer wieder für eine Überraschung gut. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein Bild, heimliches Bild von der Schwiegermutter in Spee auf dem Klo machen zu wollen? Was soll denn das? Warum? Gitzi. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. 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 Und nochmal, weil es so schön war. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Und nochmal. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Okay, Entschuldigung, das war jetzt. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Okay, Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni. Ach so, okay, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Ja, aber wie denn? Aber wie denn? Ja. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Okay, okay. Was haben wir hier? CB-Funk? Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue, 67-5er, nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Funkfrequenz? Warte mal. Haben wir hier nicht... Warte mal. Wir haben doch hier... Kann man damit nicht irgendwas empfangen? Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, macht es nicht Sinn, sie anzufunken, wenn wir eben noch da sind, dass sie eben auch glaubt, dass es noch einen Rufus gibt und dass sie dann aus der Haut fährt? Können wir hier, warte mal, gibt's hier nicht irgendwas? Was gibt's denn hier? Was haben wir denn hier noch? Ach, Rufus, was tust du denn da? Ich, bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar.
Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Das stimmt. Ja, haben wir denn hier sonst noch irgendwas oder so? Oh, ich glaube, ich muss niesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse dieses Gefühl in der Nase. Aber können wir hier denn nicht irgendwas, vielleicht die Antennengabel? Ich weiß nicht. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Okay, dann jetzt vielleicht? Ich habe Tonis Frequenz eingestellt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen.